Was für einen Film machen wir denn? Ein bisschen Romantik, ein bisschen Action. Wir finden schon was. Ja, dann lass uns doch unseren Film machen. Nee, ich bin auf dem Weg zu dieser süßen Blondine. Ja, die vom Angeln? Nein, nicht die, die nach Fisch gerochen hat. Nein, nicht die Rothaarige. Nein, nicht Ariel. Nein, nein, eine Blondine. Die war schon, warte ganz kurz, ich bin jetzt da, ich melde mich später, ja? Wünsch mir Glück. Ich treffe mich heute mit dem Karamellmann. Den habe ich beim Angeln kennengelernt. Ich wollte mal Netflix and Chill ausprobieren. Ich glaube, er scheint ganz nett zu sein. Oh, es hat geklingelt. Ich rufe dich später an, ja? Schön, dass du da bist. Ja, nett, dass du mich eingeladen hast. Weißt du schon, was für einen Film wir schauen sollen? Oh, das ist mir egal. Kannst du entscheiden. Toll, dann können wir ja den neuen Barbie-Film gucken. Stell dir mal vor, wir würden jetzt echt Barbie. Ich bin Barbie und du bist Ken. Wer zum Teufel ist Ken? Na, der Freund von Barbie. Obwohl, eigentlich siehst du gar nicht aus wie Ken. Also vielleicht wie die Dschungelversion. Kommst du her? Ja, gleich vielleicht. Was meintest du jetzt damit, Dschungelversion? Ich meinte Dschungelversion, weil du so einen starken Eingeruch hast. Ach so, deshalb. Sorry, da bin ich wieder. Also es ist irgendwas total ballaballa. Wollt Barbie mit mir gucken bei Netflix in Chill? Ja, und dann sagt sie, ich riech wie ein Puma. Wie ein Puma? Ja, was heißt hier, ich riech manchmal wie ein Puma? Ich bin halt sehr männlich und das möchte ich auch gerne zeigen. Dann mit männlichen Gerüchen. Ja, was denn? Warte mal ganz kurz. Hallo? Brauchst du noch lange? Nee, ich bin gleich fertig. Okay. Okay, bis gleich, ja? Hallo? Ja? Warum stehst du denn jetzt vor der Tür? Ich will doch nur, dass es dir gut geht. Ja, mir geht's fantastisch. Aber mir würde es doch besser gehen, wenn du vielleicht schon mal rüber gehst. Ich bin ja dann gleich da, ja? Okay, dann bis gleich. Ja, bis gleich. Hallo? Ja? Leg mich am Arsch. Also ich freue mich echt mega, dass du mich eingeladen hast. Wieso? Ja, weil wir uns jetzt irgendwie einen schönen Abend machen können. Wieso? Ja, was heißt wieso? Wir können Filme gucken, vielleicht kommen wir uns sogar ein bisschen näher später. Wieso? Also ganz ehrlich, irgendwie warst du beim Angeln viel entspannter. So. Du bist voll komisch und ich fühle mich irgendwie richtig... Verarscht. Ja, genau. Warte, was? Ich hab dich verarscht. Ich wollte einfach nur mal die komische spielen, um dich zu ärgern. Die komische spielen? Du hast mich ja übelst rangekriegt. Allerdings, aber jetzt würde ich gerne mit was anderem spielen. Weißt du, womit? Naja, ich hab da so eine Ahnung, ne? Wo gehst du? Ich dachte... Hallo? Und deswegen sind Pflanzen so wichtig für unsere Umwelt. Und es gibt so viele Pflanzen. Rosen, Tulpen, Lavendel, Gänseblümchen, Eichen, Erdbeerpflanzen. Ist das dein Ernst? Ich erzähl dir was und du schläfst ein? Das ist respektlos. Nee, ich hatte... Entschuldigung, ich war ein bisschen müde. Verarscht! Was? Ich hab dich schon wieder dran gekriegt. Das war jetzt wieder ein Witz, oder wie? Und du bist voll drauf reingefallen. Ey, du bist so gemein. Jetzt hast du mich schon zweimal dran bekommen. Ich weiß, aber ich mach das wieder gut. Lass uns ein paar Filme gucken und dabei machen wir unseren eigenen Film. Was für einen Film machen wir denn? Ein bisschen Romantik, ein bisschen Action. Wir finden schon was. Ja, dann lass uns doch unseren Film machen. Verarscht! Was? Ich hab dich schon wieder ranbekommen. Wie meinst du das? Ich hab so getan, als ob ich auf dich stehe, aber das tue ich nicht. Ich bin doch gar nicht deine Liga. Aber wenn du willst, können wir vorher noch mal Karten spielen, bevor du gehst. Verdammt! Na gut, aber nur einmal! Das war das Video, Leute. Hat super Spaß gemacht. Vielen Dank an Saskia. Unbedingt auf Instagram folgen, ist unten verlinkt. Wer ihr nicht folgt, hat keine Ehre. Nee, checkt sie auf jeden Fall aus. Sie ist ein sehr cooles Mädchen, hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis zum nächsten Mal. Peace.